Hallo Markus, du bist zu hören. Jetzt bei uns zu Gast Markus Fiedler. Einfach genial. Ja, guten Abend. Biologe, Lehrer, Musiker, Filmemacher und Journalist. Hallo Entertainer. Markus. Und ja, Entertainer. Kann man noch mehr aufzählen? Autofahrer. Bestimmt. Bitte was? Autofahrer. Bestimmt auch, genau. Ja. Von selbst auf dem Wasserschwimmer. Schwimmer. Ja. Okay, Markus, du bist hoffentlich vielen unserer Zuschauer bekannt, wahrscheinlich nicht allen, vor allem auch nicht dein Projekt, dein größtes Projekt, Wikihausen, Geschichten aus Wikihausen. Vielleicht stellst du das einmal kurz vor. Ja, dazu muss ich erstmal ein bisschen was trinken, warte mal. Ja, sehr gut. Prost, ne? Oh, Geschichten aus Wikihausen, wunderbar. Die Sau. Hm. Kaufen ihr wir findet uns, deswegen diese schöne Tasse, ihr findet uns genau da. Ah, sehr das gut. Das ist also ein QR-Code, wikihausen.de. Ja, was machen wir? Also, Dirk Pohlmann, der bekannte Arte-ZDF-Journalist, Dirk Pohlmann und ich machen jetzt schon seit, oh Gott, seit vier oder fünf Jahren schon fast, machen wir Geschichten aus Wikihausen gemeinsam. Das ist eine regelmäßig wiederkehrende Sendung. Ungefähr alle 3 bis 4 Wochen machen wir eine neue Sendung. Und da geht es um die Untiefen der Wikipedia. Ja, also was ihr da herauskristallisiert ist, die Wikipedia ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Die Wikipedia gibt ja vor, ein Lexikon zu sein. Das heißt, ja, deswegen auch die Tasse hier, das ist ganz einfach, guck mal, da guckst du drauf, das ist unsere Aussage, warte mal, so. Ja. Wikipedia ist kein Lexikon. Okay, Frage, was ist die Wikipedia? Wikipedia ist ein Propaganda-Instrument und es ist ja auch gerade dieser, wie hieß er nochmal, Jonas Tögel hieß der, war das richtig? Ja. In aller Munde, das ist also dieser Psychologe, der jetzt hoffentlich demnächst eine Habilitation im Bereich Propaganda-Wissenschaften bekommt. Ah ja. Und das wissen wir ja noch nicht. Ich hoffe darauf, dass er das bekommt. Und der hat ja wirklich das sehr gut rausgearbeitet. Also es geht darum, dass Wikipedia ein Propaganda-Instrument ist, neben vielen anderen Propaganda-Instrumenten auch. Wikipedia ist ein großes Medium, auf das alle zurückgreifen. Und mit dem Nimbus des anscheinenden Lexikons werden dort Leute von allerlei Narrativen überzeugt, die den politischen Bereich den Herrschenden zu Passe kommen. Okay, dann zusammengefasst. Die Herrschenden, also in wessen Auftrag ist die Wikipedia manipuliert? Also es gibt Themen, die sind länderspezifisch. Es gibt andere Themen, die länderübergreifend sind. Zum Beispiel konnten wir jetzt sehen, also dass dieses Thema Covid-19 zum Beispiel länderübergreifend war. Da wurde auch die Wikipedia entsprechend angepasst, in Anführungsstrichen, also frisiert könnte man auch sagen. Das sind also viele kleine Schreiberlinge, die dort arbeiten und dem Narrativ sozusagen zuarbeiten. Es ist nicht so, dass die bezahlt werden. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die alle da irgendwie als Agenten arbeiten. Wir gehen davon aus, dass ein Teil davon sicherlich bezahlt wird, ein kleiner Teil, aber die meisten von denen sind unbezahlte Schreiberlinge, die das aus Überzeugung machen. Also man könnte sagen, Opfer der eigenen Propaganda. Ja, genau. Also die Wikipedia lässt ja im Wesentlichen auch nur Mainstream-Quellen zu. Das heißt also, solche Seiten wie die Nachdenkseiten zum Beispiel sind nicht zugelassen bei wichtigen Themen. Also ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, war ja Dr. Daniele Ganser, der Historiker, und die Rufmordkampagne in der Wikipedia und entlastende Beweise, die zum Beispiel auf den Nachdenkseiten zu finden sind, werden dort nicht zugelassen. Das heißt also, man lässt nur die üblichen Verdächtigen zu, Fatz, Taz, Spiegel, Stern, was auch immer. Und das sind dann die Kronzeugen dafür, dass aber der Historiker Daniele Ganser, ein Verschwörungstheoretiker, inzwischen ja Verschwörungsmystiker oder was auch immer ist. Und da wird er mit allerlei Begriffen assoziiert, die nichts mit ihm zu tun haben. Und das hat man jetzt mal zuletzt in einer Statistik mal wieder neu aufgearbeitet. Es war inzwischen 67 Mal Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsmystiker und Derivate. Dann einige Mal, ich glaube 5, 6 Mal war es rechtsradikal, Rechtsextremismus und Reichsbürger und solche Geschichten.
Und dann kam, glaube ich, immer noch zweimal Antisemitismus drin vor. Das heißt, das Ganze ist dann wie so ein Mantra. Du liest dann den Namen Daniele Ganser und dann kommen alle möglichen Behauptungen, dass irgendjemand der Meinung gewesen wäre, Daniele Ganser hätte aus einem Buch zitiert, was aber antisemitische Narrative transportiert. Rababa, rababa, rababa. Also das ist auch nicht, also nicht so, dass man sagt, er wäre, sondern man spielt über Bande. Ne? Also irgendjemand ist der Meinung, dass... Ne, also es wird ihm zugeschrieben, dass er aber Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikaler sei oder irgendwelche rechtsradikalen Thesen da vertrete. Und zum Thema Antisemitismus habe ich das ja schon öfter mal gesagt, das ist ja inzwischen noch nicht mal mehr strafbar. Das heißt also, wenn du jemanden früher mit Antisemitismus fälschlicherweise in Verbindung gebracht hättest, dann wäre das ziemlich teuer geworden. Ja, das ist ja dann eine Herabsetzung der Persönlichkeit. Man könnte sagen, es ist sogar Schmähkritik oder Beschuldigung, eine Falschbeschuldigung, dass da jemand eine Straftat begangen hätte. Ne? Antisemitismus ist ja wirklich strafbar. So, und heute ist das eine Meinungsäußerung. Ja, also du kannst heute jemanden einfach als Antisemiten bezeichnen und das ist er dann gar nicht. Dann sagst du vielleicht, naja, aber das ist der strukturelle Antisemitismus. Der hat sich ja zum Geldsystem geäußert. Der hat gesagt, dass das irgendwie mit dem Geldsystem halt total doof ist. Und wenn er über das Geldsystem redet, dann redet er immer auch über Juden. Also man merkt an solchen Begründungen schon, wo die Reise hingeht. Du selber hast dann vielleicht, also mit Sicherheit überhaupt nicht an irgendwelche jüdischen Mitbürger gedacht, ganz im Gegenteil, du redest nur von dem Geld. Hm. Der andere hat aber an die gedacht, das heißt, dann siehst du, aus welcher Richtung der Antisemitismus kommt. Hm. Also genau, und das sind halt die Denunziationsmethoden. Wir haben dann in zwei Dokumentationen nachgewiesen, also wie das gemacht wird, also wie man jemanden diskreditiert. Wir haben gezeigt, dass viel Quellenfiktion dabei war. Das war also zum Beispiel der Co-Pilot damals, hat also Quellen zitiert angeblich, aber dann was anderes wiedergegeben, als in der Quelle tatsächlich drin stand. Und das taucht auch häufiger mal auf. Also man passt dann sozusagen das Quellenzitat so an, dass es einem zu Passe kommt, auch wenn das gar nicht in der Quelle drin steht, was man gerne haben möchte. Und dann gibt es andere Quellen, die offensichtlich falsch waren. Die wurden auch zitiert. Da fällt mir zum Beispiel der Benutzer 4 ein. Der hat aus einer ganz offensichtlich falschen Quelle einer Rezension zu Dr. Daniele Gansers Buch über NATO-Stable-Hind-Armeen zitiert. Und ich hatte in meinem ersten Film gezeigt, dass diese Rezension falsch ist. Und im zweiten Film durfte ich dann nochmal darüber eine Filmsequenz machen, weil das immer noch nicht rausgenommen wurde und mit einer hanebüchenen Begründung. Ja, also das heißt, also die Wikipedia sind da wirklich beratungsresistent. Es geht nicht darum, dass da irgendwelche zufälligen Fehler gemacht werden. Es sind ganz bewusste Fehler, die eingebaut werden, um jemanden zu bearbeiten, könnte man fast sagen. Das ist also wie die Bearbeitung im Stasi-Stil. Zersetzung. Ja, also das ist also eigentlich könnte man sagen, dass die ziemlich genau nach dem Stasi-Zersetzungshandbuch vorgehen und vielleicht sogar eine verbesserte Version davon haben. Nun hast du ja gerade schon gesagt, dass bestimmte Unterstellungen oder Zuschreibungen ja auch in Deutschland strafbar sind. Euch ist es ja gelungen. Waren. Also, naja, also man du könnte kannst ja, heute jemanden als Antisemit es wird bezeichnen, ja, Moment, das geht so vielleicht, ja, durch. Unglaublich. Es gibt aber doch eigentlich gerade nicht nur in der Wikipedia, gut, Psiram natürlich da nochmal zu nennen, da wird ja richtig die grobe Keule ausgepackt, aber auch auf der Wikipedia wird ja Leuten, ja, man könnte es Verleumdung, übel Nachrede oder ähnliches nennen. Diese Leute allerdings agieren ja aus der Anonymität heraus. Die Autoren auf der Wikipedia, die haben ja alle ihre Fantasienamen, die sie sich da geben, ja, irgendwelche, ja, wer weiß, wahrscheinlich hätten sie gern noch irgendwelche Avatare. Euch ist es gelungen, einige dieser Autoren ja aufzudecken, deren Identität bekannt zu machen. Und dann ist ja das Interessante, was geschieht daraufhin juristisch? Also kann man diesen Leuten in irgendeiner Art und Weise juristisch beikommen? Ja, interessanterweise sind es, wenn ja auch Straftaten gemacht. Also die Staatsanwaltschaft ist da irgendwie überhaupt nicht handlungsfreudig, könnte man sagen. Die wollen da nichts machen. Man kann auf zivilrechtlichem Wege kann man eine ganze Menge bewegen.
Allerdings ist das so, dass das auch nicht ohne Hürden ist. Ja? Also wir hatten jetzt ja zum Beispiel den Fall von Elias Davidson, der wurde zum Beispiel von dem Autor Felix in den Bereich von Antisemitismus, Antizionismus oder Anti-Israel gebracht. Ich weiß jetzt nicht genau, welches dieser drei Stichwörter das war, aber irgendwie in diesem Bereich bewegte sich das. Und er war dann laut Felix auch Verschwörungstheoretiker und solche Geschichten. Also der ganze Artikel war so aufgebaut, dass es also ein reiner Rufmordartikel war über Elias Davidson. Ne? Und es ging in der ersten Instanz vor Gericht und in der ersten Instanz war das Gericht der Meinung, das ist hier vorsätzlicher Rufmord. Ich fasse es jetzt, ich habe den genauen juristischen Hintergrund ist nicht genau im Kopf, aber es ging darauf hinaus, dass der Schreiberling Felix dann 8.000 Euro Strafe zahlen soll, also Schmerzensgeld an Elias Davidson noch zusätzlich, ne? Zusätzlich zu den Gerichtskosten. Das Ganze ging dann in die zweite Instanz und dort, oh Wunder, wurde einfach gesagt, das ist eine freie Meinungsäußerung. Darauf lief es dann hinaus und der Felix ist dann straffrei ausgegangen. Das war auch ziemlich kurios, das ganze Verfahren in der zweiten Instanz, weil dann die Streitsumme so niedrig festgelegt wurde, dass also eine Wiederaufnahme des Verfahrens in einer höheren Instanz gar nicht mehr möglich war. Ach, interessante Naja, Geschichte. das ist also ganz interessant gewesen. Und darüber hinweg ist dann halt, kurz danach ist ohnehin Elias Davidson gestorben. Das heißt, damit war die Sache dann durch. Wir haben jetzt wieder was gehabt vor Gericht und da hat schon ein Richter gesagt, also er hält das zweitinstanzliche Urteil nicht für korrekt. Ja, Wenn also man das sich ist, dieses Urteil ja, anschaut, wir von sind, wegen Entschuldigung, das Meinungs... höre ich nur halb. Nochmal bitte. Ja, wenn man sagte, das ist eine Meinungsäußerung in einem Lexikon oder zumindest in einem Medium, das sich Lexikon nennt. Was ist es jetzt? Ist es ein Lexikon oder ist es eine Sammlung von Ja, genau. Meinungsbeiträgen? Also das Urteil ist von deswegen auch kurios gewesen, weil wir sind ja von diesem Autor Felix, weil wir ihn enttarnt haben, als Jörg Matthias Claudius Grünewald, ehemals mit Familienname Egerer, sind wir ja vor Gericht gezogen worden. Und zwar mit einer sehr teuren Anwaltskanzlei, ich glaube sogar aus Hamburg, und dann vor dem Landgericht Hamburg sind wir vor Gericht gezogen worden. Und dort ist nach einigen Anlaufschwierigkeiten dann auch festgestellt worden, ja, das ist nicht problematisch. Also die Autoren Pohlmann und Fiedler dürfen diesen Autor Felix als Jörg Matthias Claudius Grünewald de-anonymisieren, eben gerade weil er politisch in die Wikipedia eingreift. Und wie war die Formulierung? Es war so, dass also der Eingriff so war, dass er dem Ansehen der Wikipedia sogar schadet, also weil das ganz eindeutig politische Eingriffe sind. Und dann gibt es ein öffentliches, also ein erhebliches öffentliches Interesse daran, zu erfahren, was das für ein Autor ist. Ne? Also gut, und dann ist auch festgestellt worden, auch im Zuge dieses Urteils, dass eben die Wikipedia den Anspruch hat, ein Lexikon zu sein. Und wenn ich den Anspruch habe, ein Lexikon zu sein, dann geht es um lexikalische Sachlichkeit, um lexikalische Genauigkeit. Und es ist eben keine Meinungsäußerung. Das heißt also, wenn ich die Süddeutsche lese, was ich die irgendwas, den Stern, den Spiegel, die Taz, die Faz oder was auch immer, dann erwarte ich eine gefärbte einen gefärbten Artikel, weil da häufig auch Meinungen kundgetan werden. Wenn ich ein Lexikon vor mir habe, erwarte ich diese Färbung nicht. Das heißt, ich erwarte, dass ich einen vollkommen sachlichen Artikel bekomme. Und wenn ich dann da eine Meinungsbekundung bekomme, also in der Form, dass da jemand komplett heruntergeputzt wird als Verschwörungstheoretiker, was auch immer, dann ist das also nochmal um Vielfaches schlimmer und ist auch in Berlin schon festgestellt worden bei einem Gerichtsverfahren oder bei mehreren Gerichtsverfahren inzwischen, dass der Wikipedia eine besondere Sorgfaltspflicht obliegt, dass die eben nicht einfach eine Meinungsbekundung machen, sondern dass das was anderes ist. Deswegen ist das Urteil gegen, also in diesem Falle, was dann gegen Elias Davidson ausgefallen ist in der zweiten Instanz, besonders besorgniserregend gewesen, dass das jetzt auf einmal wieder zurückgekurbelt wurde. Also ne, die Wikipedia hat ja lange Jahre davon profitiert, dass behauptet wurde, die Wikipedianer machen ja nur Meinungsäußerungen, das wäre so okay im öffentlichen Raum. Und dann ist aber jetzt in der Rechtsprechung schon seit mehreren Jahren drin gewesen, dass es eben keine Meinungsbekundung ist, sondern dass die eine besondere Sorgfalt walten lassen müssen. Und jetzt auf einmal kam dann wieder so ein Urteil, dass es alles nur eine freie Meinungsbekundung wäre. Also das fand sowohl der Rechtsanwalt von Elias Davidson seltsam, als jetzt auch in einem weiteren Gerichtsverfahren ein weiterer Richter, der es auch sagte, dass also dieses Urteil hält er nicht für richtig.
Nun hat ja die Wikipedia zumindest pro forma ja gewisse Selbstheilungskräfte. Da gibt es ja eine gewisse Struktur, die verhindern soll, dass genau so etwas passiert. Wenn dort einfach klar ist, dass es also auch gerichtlich schon festgestellt wurde, dass von einzelnen Akteuren sozusagen politisch eingegriffen wird, und zwar über die Wikipedia, dass das Ganze Meinungsäußerungen sind und. Wie sieht es denn aus in dieser internen Struktur? Warum reagiert da niemand? Was ist mit diesen Selbstheilungskräften? Was geht da vor sich? Ja, also genau, die Wikipedia hat keine Selbstheilungskräfte. Das ist alles, das sind alles Luftschlösser, die da gebaut werden. Also es wird ja immer behauptet, ich habe das ja auch nachgewiesen, dass das sowas in Handreichung für Lehrer behauptet wird, zuletzt beim Westermann Verlag. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die, Jeanette Herzog hieß die, hat also einen Artikel geschrieben zur Wikipedia und hat die hoch gelobt. Und hat also auch dann gelobt, dass es in der Wikipedia einen Kontrollmechanismus geben würde, der Vandalismus verhindern würde. Interessanterweise hat sie sich mit ihren ganzen Artikeln, die sie als Beispiel genannt hat, genau auf die Artikel bezogen, die mehrheitlich von der, ja, vom Politbüro der Wikipedia bearbeitet werden. Also Dirk Pohlmann nennt das die Junta, ja? also unseren Inner Circle, der die Wikipedia fest in ihren Händen hat. Und also das ist ein Sicherheitsmechanismus geben würde gegen Vandalismus, ist einfach stumpf gelogen, muss man einfach sagen. Die Wikipedia ist so aufgebaut, dass es dort Administratoren gibt, die machen zum Beispiel Artikelsperrungen, die können auch Benutzer sperren, wenn die seltsam in die Wikipedia eingreifen. Darüber sind die Bürokraten, die die Rechte verwalten von den Administratoren. Und darunter, unter den Administratoren, gibt es die Sichter, und das sind sozusagen die Gatekeeper in der Wikipedia, die bestimmen, was in die Wikipedia übernommen wird oder nicht. Zum Beispiel von Leuten, die keine Sichter sind, auch keine passiven Sichter, die können nämlich nicht einfach selbstständig was eintragen. Das heißt, du kannst da, wenn du jetzt nur so sporadischer Benutzer bist, kannst du zwar was eintragen in die Wikipedia, das erscheint dann aber nicht an der Oberfläche. Das muss erst nochmal ein Sichter freischalten. Hm. Ne? So, und wenn du jetzt richtige Sachen einträgst, die vollkommen korrekt sind, die aber vielleicht, sagen wir mal, der politischen Situation nicht zu Passe kommen, dann wird ein Sichter einen Teufel tun und das einfach durchschalten. Dann wirst du daran gehindert, mit allen möglichen fadenscheinigen Begründungen. So, und wenn du dann halt zuredetent bist und sagst, das ist aber korrekt, diese Daten müssen da eingetragen werden, weil sie halt auch nachweisbar sind. Im Zweifelsfall wirst du dann gesperrt, ganz einfach. So läuft das. Also keine Selbstverständlichkeit. Und die immer recht haben, also die Leute, die gleicher sind als andere, sind diese Sichter-Administratoren-Gespanne, die sozusagen diesen inneren Zirkel bilden. Nun ist ja die Wikipedia vom Prinzip ja eigentlich eine ganz tolle Idee. Wie wäre denn die Wikipedia zu retten? Also du bist ja nur wirklich drin in der Materie. Gar nicht. Die Wikipedia ist nicht zu retten. Also die Wikipedia ist von solchen Leuten, die vollkommen mit der politischen Kaste in den westlichen Ländern oder sagen wir mal mit dem transatlantischen Bündnis konform gehen, die ist vollkommen von solchen Leuten durchseucht. Es gibt keinen, der da einen kritischen Blick drauf hat. Du kannst da zum Beispiel nicht eintragen, dass die NATO ein Angriffsbündnis ist, was sie ja faktisch ist. Ja. Und das kann man ja auch nachweisen. Das kriegst du nicht eingetragen in die Wikipedia. Da kannst du knicken. Geht nicht. Aber prinzipiell, selbst in der russischen Wikipedia wirst du damit Schwierigkeiten bekommen. Kriegst du nicht eingetragen. Aber das Prinzip wäre doch eigentlich wünschenswert, müsste man sich vielleicht überlegen, für eine, sagen wir mal, Wikipedia 2.0 eine andere Struktur, oder dass man zumindest auch nicht anonym eintragen kann. Ja, genau, du kannst ja einen Datendump machen, also du kannst dir die sämtlichen Daten von der aktuellen Wikipedia runterladen und kannst damit eine neue Wikipedia, wie die auch immer heißen mag, aufziehen. Und dann hast du ja selber die Hoheit über diese Wikipedia und kannst bestimmen, wer dort schreibt. Das kannst du machen. Ich habe mal eine Frage. Kennt man die Identitäten dieser Administratoren oder dieser Bürokraten? Nein, also die Administratoren sind, wenn sie nicht selber sich de-anonymisieren, sind genauso anonym wie die meisten Benutzer auch. Es gibt ein paar Möglichkeiten, dieser Administratoren zu enttarnen. Das haben wir auch bei einigen schon geschafft. Wir haben noch lange nicht alle veröffentlicht von denen, die wir enttarnt haben. Aber du wirst an die genauso wenig rankommen. Ja, es gibt ja auch solche Kuriositäten, dass ein Administrator gleichzeitig auch Mitglied der Wikimedia ist, also des Wikimedia-Präsidiums. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber das war zum Beispiel dieser Harald Krichel, aka Seewolf in der Wikipedia. Und der war sowohl in der Wikimedia aktiv, als auch
als Administrator in der Wikipedia. Und das ist ja vollkommen grotesk. Die Wikipedia sagt zum Beispiel, sie ist gegen Upload-Filter. Ihr erinnert euch vielleicht, das war so vor 3 Jahren mal in aller Munde, dass jetzt sozusagen im Internet Upload-Filter gemacht werden sollten, damit man bestimmte Inhalte gar nicht mehr hochladen konnte, dass die gleich beim Upload geblockt wurden. Erinnert ihr euch? Ja. Genau, okay. Also das war ja, damals ging das durch alle Gazetten durch und vor allen Dingen solche Seiten wie Telepolis und sowas, die haben sich darum gekümmert und haben gesagt, das geht ja wohl mal gar nicht. Und die Wikipedia hat sogar, ich glaube, für einen Tag die Wikipedia abgeschaltet, um darauf hinzuweisen, dass Upload-Filter total doof sind. Ich erinnere mich. Mhm. So, jetzt gibt es in der Wikipedia aber einen Filter. Es gibt nämlich sogenannte... Vandalismusfilter. Jetzt muss ich selber mal unsere Sendung nachgucken, damit ich jetzt auch die Nummer des Filters habe, weil die habe ich nämlich gerade vergessen. Also Upload-Filter. Das ist vollkommen grotesk gewesen, was da gelaufen ist. Und zwar hat dieser Harald Krichel nämlich einen Filter eingerichtet, der dich daran hindert, in bestimmten Artikeln zum Beispiel Wörter auszutragen wie Verschwörungstheoretiker. Du wurdest gleich beim Upload daran gehindert. Das ist also nicht so, dass du es eintragen konntest und danach kam irgendein Sichter und hat gesagt, ist nicht, sondern du wurdest automatisch durch die Wikipedia, durch das Wikipedia-System daran gehindert, Wörter zu ändern. Und das heißt also, dieser Harald Krichel hat als Seewolf in der Wikipedia genauso einen Upload-Filter eingerichtet. Jetzt gucke ich ganz nochmal kurz nach, in welcher, das haben wir nämlich in der Sendung 20, glaube ich, gemacht. Also wir hatten 2 Sendungen darüber gemacht. Und dann hatten wir auch den Filter genannt, war das Filter 147 oder wie hieß der nochmal? Filter 248, automatische Zensur auf der Wikipedia. Das ist die Sendung Wikihausen Nummer 19. Geschichten aus Wikihausen Nummer 19. Kenne ich noch. Ja, und das ist grotesk. Das hat auch nochmal der Paul Schreier nochmal aufgenommen und hat dann bei der Wikipedia angefragt, was ist denn da los? Jemand aus eurem Präsidium richtet einen Upload-Filter ein. Also ein Filter, der genauso agiert wie ein Upload-Filter, darum geht es ja. Was sagt ihr denn dazu? Dann haben die wirklich gesagt, ja, also der Harald Krichel ist ja in seiner Freizeit macht er die Wikipedia und in der anderen Zeit ist er bei der Wikimedia. Da frage ich mich natürlich, Moment mal, also bei der Wikimedia ist ja auch ein ehrenamtlicher Job, also ist das auch seine Freizeit. Das heißt, er ist in seiner Freizeit in der Wikimedia und in seiner anderen Freizeit ist er in der Wikipedia. Also die haben sich da mit Sachen rausgeredet, wo du denkst, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Also im Klartext, Mitglieder des Wikimedia-Präsidiums, des Wikimedia-Vereins Deutschland e.V. sind in der Wikipedia aktiv oder mindestens ein Mitglied davon ist in der Wikipedia aktiv und richtet dort Upload-Filter ein. Obwohl die Wikipedia oder die Wikimedia von sich selbst behauptet, dass sie Upload-Filter total doof findet. Das ist 1984 Brave New World oder Animal Farm Reloaded, könnte man fast sagen. Ja, also es ist genau das. Es gibt Leute, die sind gleicher als andere. Das ist richtig. Du wirst verarscht und belogen nach Strich und Faden. Ja. Ganz klarer Fall. Ja. Und wir hatten jetzt ja auch diese Geburtstagsfeier der Wikipedia, die ist dann irgendwie 20 Jahre alt geworden, was das war, 2001. Und da kamen nur positive Berichte zur Wikipedia. Also es war ein Werbesprechgeseier ohne Ende und das lief quer durch die öffentlich-rechtlichen Medien. Das heißt, du kannst auch diesen öffentlichen Medien nicht mehr vertrauen. Das können wir schon lange, aber spätestens da müssen wir es auch in Sachen Wikipedia gemerkt haben, weil sie einfach nur Werbespreche übernommen haben. Sie haben nicht kritisch berichtet. Es gab exakt eine einzige kritische Sendung und dies bei bei dem Magazin Nano auf Dreisat gelaufen und die haben tatsächlich sich mal mit unserem Fall beschäftigt, mit dem Felix, und haben das dargestellt, dass dieser Mann verschiedenste Leute einfach als Antisemiten bezeichnet hat. Also immer entlang der Linie, ob sie sich für Israel, also für die israelische Regierung stellen oder gegen die israelische Regierung stellen. Mhm. Also wenn da zum Beispiel jemand sagt, er findet das total doof, dass da im Westjordanland ständig irgendwelche illegalen Siedlungen gebaut werden und die Israelis tun nichts dagegen, ganz im Gegenteil, die fördern das auch noch, dann hat er eine gute Chance, davon von diesem Felix halt einen entsprechenden Eintrag zu bekommen. Oder wenn man auf dieser Hilfsflottille Marvin Marmara mitgefahren ist, dann bekommt man auch einen Eintrag. Ich glaube, das war Annette Groth, die das betraf. Ne? Das war eine Politikerin der Linkspartei, die wurde auch von diesem Felix runtergemacht. Und wohlgemerkt, der
Der Matthias Claudius Grünewald ist selber Politiker in der Linkspartei. Und zwar im Bereich München. Oh. So, das heißt also, da ist ein Mitglied der Linkspartei und putzt andere Mitglieder der Linkspartei herunter. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er, glaube ich, insgesamt, ich glaube, 51 Politiker, war das roundabout, plus minus, hat er editiert, laut eigener Aussage. Und hat also bei ziemlich genau einem Dutzend davon, hat er die schlecht editiert. Und ja, das waren politisches Instrument auch aus seiner Partei. Die Wikipedia als politisches Machtinstrument, wenn man so möchte. Einige könnte wussten die Wikipedia tatsächlich aus der Linkspartei und andere wussten das nicht. Das muss man wissen, die Linkspartei ist so eine heterogene Gruppe. Es gibt da verschiedene Gruppen. Zum Beispiel gibt es da die WASG. Die sind mehr so mit gewerkschaftlichem Hintergrund. Das ist also quasi Alt-SPD-Hintergrund, könnte man sagen. Und es gibt halt Leute, die halt Antideutsche genannt werden. Ja. Also dies ist also eine Strömung aus dem Osten, die ziemlich extremistisch drauf ist und die dann auch mal gemeinsame Sache macht mit so einem, was war das, Bund Westdeutscher Kommunisten oder wie es hieß da. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich halt dieser Felix. Und hat dann also quasi dann auch über die Wikipedia quasi in der Linkspartei so ein bisschen aufräumen wollen. Also der Pohlmann vermutete, naja, er macht das deswegen, weil er im realen Leben politisch nichts ausrichten konnte. Und deswegen merkt er, dass er über die Wikipedia Macht ausüben kann und vor allen Dingen auch Macht missbräuchlich ausüben kann. Und das ist ein ganz interessantes Merkmal, was wir bei vielen Wikipedianern sehen. Das sind also zum Teil gescheiterte Existenzen im normalen Leben. Es reicht, dass sie das so fühlen, als ob sie gescheitert wären. Und dann nutzen sie die Wikipedia, um Macht auszuüben. Und diese Machtausübung und auch diese missbräuchliche Machtausübung bringt ihnen einen Lustgewinn. Der maximale Lustgewinn ist halt die missbräuchliche Machtausbildung in der Wikipedia. Und Helen Beniske hat das also für den englischen Bereich auch schon abgearbeitet. Die hat das also da auch mit vielen entsprechenden Protagonisten schon gezeigt. Er hat einen langen Artikel dazu geschrieben, der nennt sich Rotten to the Core, verrottet bis in den Kern. Und zeigt also für die englischsprachige Wikipedia eigentlich das Gleiche auf, was wir in der deutschsprachigen Wikipedia recherchiert haben. Okay, also wenn die Wikipedia nicht zu retten ist, eine Wikipedia 2.0, woran hakt es? Also wenn man auch den Datensatz sozusagen bei der Wikipedia herunterladen könnte und für die neue Wikipedia... Es sind schon ein paar Gigabyte, ne? Also du musst ja diesen Server hosten und alleine, dass das Ding so schnell läuft wie die Wikipedia, heißt ja, dass du einen riesigen Serverpark brauchst. Also es ist eigentlich ein Geldproblem. Wir bräuchten einen Elon Musk oder wo ist das Problem? Ja, natürlich, du brauchst jemanden, der richtig viel Geld hat, richtig viel Kohle hat. Und dann kannst du das Ding erst starten. Und die Frage ist halt, wie ist die Wikipedia dazu gekommen, dass sie am Anfang so viel Kohle hatte? Und sicherlich ist die Wikipedia mit Sicherheit nicht da entstanden, dass irgendwelche Geheimdienste gesagt haben, aber die können wir jetzt mal brauchen. Aber spätestens in dem Moment, wo das Ding läuft, dann werden natürlich Dienste darauf aufmerksam und sagen, hey, das können wir ja nutzen für unsere Zwecke. Und das wird dann auch gemacht. Also es gibt im englischsprachigen Bereich einige Benutzer, die nachweislich Agenten von amerikanischen Drei-Buchstaben-Organisationen waren. Das ist jetzt Helen Beniskis Verdienst, dass sie da eine davon aufgedeckt hat, beziehungsweise das einfach in ihrem Artikel mal zusammengefasst hat, was andere aufgedeckt haben. Ja, also da sollte doch mal so eine NGO sollte sich dem doch mal annehmen können. Das ist ja das Problem, die NGOs. Welche NGO vertritt denn tatsächlich die Interessen des Gemeinbürgers? Doch keine einzige fällt mir ein. Nein. NGOs sind viele kleine Wikipedias irgendwelcher Milliardäre, ja, die sich da auch ihre kleinen Machtinstrumente bauen. Um Gottes Willen, um an den Regierungen und an den Interessen der Bevölkerung vorbei ihre eigenen kleinen Agenten zu verfolgen und durchzusetzen. Markus, du beschäftigst dich noch mit einem weiteren Thema, gerade in letzter Zeit, schwerpunktmäßig. Das ist der, in Anführungszeichen, menschengemachte Klimawandel oder eben auch nicht. Ein, umstrittenes Thema. Ich würde gerne, weil ich habe es mir das angeschaut, du hast da eine wunderbare, kurze und prägnante Erklärung geliefert, mit der die 97% Konsens in der Wissenschaft besprechen.
Es heißt ja in den Medien, ja, es besteht, unter den Wissenschaftlern besteht dieser Konsens, 97% der Wissenschaftler sind sich einig. Und auch egal, mit wem man redet, sobald man in eine solche Diskussion kommt, ist genau das das Argument, das die Leute sofort im Kopf haben, von wegen, da besteht dieser wissenschaftliche Konsens und es besteht überhaupt kein Zweifel an diesen absolut feststehenden Tatsachen. Und jeder, der was anderes behauptet, hat keine Ahnung. Du hast eine leicht sadistische Ader, ne? Du weißt schon, dass das Schmerzen bei mir erzeugt. Ne? Ja, also, das tut mir auch leid. Und ich sage das ja auf einen Haufen, ist ja, das ist nur wirklich, dass das Schmerz erzeugt. Ja, dann erklär uns bitte mal auf, wie es zu diesen 97% kommt. Okay. 97%iger Konsens. Also der 97,1%ige Konsens ist erstunken und erlogen. Das Ganze geht zurück auf eine Studie von John Cook aus dem Jahr 2012. Und die hieß irgendwie Quantifizierung des Konsenses in Abstracts zum Thema anthropogener Klimawandel. Und was wurde geprüft? Es wurde geprüft, ob ein Abstract sich für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel, also für den menschgemachten Klimawandel oder gegen den menschgemachten Klimawandel äußert. Das Ganze wurde in 7 Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie fragte ab, kann man aus dem Abstract herauslesen, dass der Mensch mehr als 50%, also kann man aus dem Abstract herauslesen, dass dieser Abstract dem zustimmt, dass der Mensch mehr als 50% am Klimawandel beteiligt ist? Ja, also ursächlich, man kann sagen, ursächlich die nächste Kategorie, ist, ja? kann man herauslesen, dass der Abstract aussagt, dass er dem zustimmt, dass der Mensch am Klimawandel beteiligt ist, aber das zwar explizit sagt, aber nicht genau sagt, wie viel. Dann kann man herauslesen, dass das implizit gesagt wird. Dann die nächste Kategorie war die Kategorie 4. Dann wurde abgefragt, also da kann man nichts herauslesen. Das heißt, sie äußern sich weder positiv noch negativ zum menschgemachten Klimawandel. Diese Kurzzusammenfassung am Anfang dieser wissenschaftlichen Arbeiten, das sind ja diese Abstracts. Und Kategorie 5, 6, 7 war halt Ablehnung, also dass gesagt wurde, der Mensch macht überhaupt keinen Klimawandel oder der Mensch macht nur minimalen Klimawandel. Das waren die Kategorien. Was. Trink doch mal kurz was. Schon ich versuch's ja nochmal, also ja, es ist ja irgendwie heute ein bisschen schrecklich. Ja. So. Und okay. Was da rausgekommen ist, das Interessante ist jetzt, also ich sage ja, diese Arbeit ist vor allen Dingen mit der Kommunikation zur Arbeit ist Wissenschaftsbetrug. Weil sowohl die Kommunikation als auch die Arbeit selber wird von diesem John Cook gemacht. Und jetzt wird es ganz interessant, das heißt, John Cook kommt in seiner Arbeit korrekterweise zum Ergebnis, dass er sagt, unter den Arbeiten, die sich zum Klimawandel äußern, sind 97,1% der Abstracts bzw. der Wissenschaftler sich einig, dass der Mensch Klimawandel macht. Also er hat es im Englischen geschrieben, Humans are causing global warming. Mhm. Naja, das tun sie. Das stellt sich nur die Frage, Moment. Sie jetzt ursächlich der Satz ist ganz geschickt gewählt. Ja. Humans are causing global warming heißt, der Mensch macht irgendwie Klimawandel, ist die eine Bedeutung. Richtig. So muss die Bedeutung sein von der Arbeit, wenn du die Arbeit liest. Aber der Satz ist doppeldeutig. Das kann nämlich auch heißen, Humans are causing global warming kann auch heißen, der Mensch macht den Klimawandel. Und wenn er den Klimawandel macht, sind das 100%. Und das Interessante ist jetzt, in der Arbeit hat er das korrekt beschrieben, ja, also Humans are causing global warming, da hat er geschrieben, naja, also 97,1% sind sich einig, dass der Mensch irgendwie Klimawandel macht. Das konnte man aus der Zusammenfassung sehen, weil er hat nämlich Folgendes gemacht. Er hat die ganzen Arbeiten, die sich nicht geäußert haben, das waren 66%, hat er aus der Rechnung rausgenommen. Ach. Die fallen unter den Tisch. Dann blieben über die Arbeiten, die sich, also die gesagt haben, der Mensch würde mehr als 50% am Klimawandel beteiligt sein. Das waren, rate mal, 0,54% aller Arbeiten. Nur 64 Arbeiten aus fast 12.000 Arbeiten haben das gesagt. 0,54% haben gesagt, der Mensch hätte zu mehr als 50% Anteil am Klimawandel. Und dann kamen irgendwie 7%, die sich explizit dazu geäußert haben, dass der Mensch also einen Anteil am Klimawandel hat, aber eben nicht mehr als 50%, aber sie sagen auch nicht genau wie viel.
Und dann die nächste Kategorie, der Mensch hat, also die sagen implizit, dass der Mensch einen Anteil am Klimawandel hat, aber sagen auch nicht genau, wie viel. Und diese drei Kategorien zusammen waren in etwa 32%. Das heißt, also die zweite Kategorie war 7%, dann kam irgendwie nochmal 23% oder was in der Richtung. Ne? Das heißt also 7 plus 23 plus die 0,54, da kommst du irgendwie so auf 31, 32%. Die Nachkommastellen habe ich jetzt weggelassen. So, und dann kommt unter ferner Liefen die Leute, die das ablehnen, das war irgendwie so im 1%-Bereich. Und dann rechnest du das gegeneinander, also die 30%, die irgendwie dafür sind, und dann die 1%, die das ablehnen. Und dann lässt du ja die 66% weg, die gar nichts dazu sagen, und dann kommst du auf 97,1%. Ja, ist klar. Da kannst du aber nicht sagen, alle Leute, der Mensch die macht den Klimawandel, sondern du kannst dann nur sagen, der Mensch macht irgendwie Klimawandel. Das ist die Aussage der Arbeit. Und jetzt kommt das Kommunikationsbuch. John Cook hat ein Kommunikationsbuch rausgebracht. Und in dem Kommunikationsbuch, was übrigens ins Deutsche übersetzt wurde von einer gewissen Frau Bärbel Winkler, steht drin, der Mensch macht, also 97,1% sind sich einig, dass der Mensch den Klimawandel macht. Ja. Ah. So, und der Trick ist jetzt folgender: Bärbel Winkler ist auch als Mitveröffentlicherin der eigentlichen Arbeit, also der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit eingetragen, nämlich, glaube ich, an zweiter oder dritter Stelle. Dann frage ich mich doch, Moment mal, kann die Bärbel Winkler die eigentliche Arbeit nicht lesen? Hat sie daran nicht mitgewirkt oder weiß sie nicht mehr, was sie geschrieben hat? Sie kann nicht einerseits schreiben, dass der Mensch, also dass die sich 97,1% einig sind, dass der Mensch irgendwie Klimawandel macht, und im Kommunikationsbuch schreibt sie, 97,1% sind sich einig, dass der Mensch den Klimawandel macht, und genauso hat sie es ins Deutsche übersetzt. Und das ist genau der Trick einer ganzen Geschichte. Das heißt also, dann wird von Politikern, die sich überhaupt nicht mit der ganzen Materie beschäftigt haben, das sind voll die Pappnasen. Das sind Laien, das sind Fuscher, kann man nicht anders sagen. So, und die behaupten dann, ja, aber es gibt doch eine Studie. Nein, die Studie gibt es nicht. Es gibt eine Studie, die sagt, es sind sich 97,1% der Wissenschaftler einig, dass der Mensch irgendwie einen Einfluss auf das Klima hat. Und daraus machen die dann, ja, der Mensch hat den überwiegenden Einfluss, und zwar 100% Einfluss auf das Klima. Das ist der Punkt. Also die ganze Geschichte ist komplett erstunken und erlogen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, ja, der Mensch hat einen Einfluss auf das Klima, aber minimal. Ja, zumindest nicht über 50%, ganz eindeutig nicht. Ja, ja? Das heißt, ich gehöre auch zur Gruppe 2 dazu, die sie damit drin gehabt haben. Aber ich lasse mir nicht anheften, dass ich behaupten würde, der Mensch macht den Klimawandel. Ja, wie also geschickt verfälscht. Also um das kurz zusammenzufassen, zuerst wurden alle Stimmen, die nicht der eigenen Meinung entsprachen oder der gewünschten Meinung, herausgerechnet. Und dann hat man natürlich ein fantastisches Ergebnis. Es wurden alle Stimmen rausgerechnet, die sich nicht geäußert haben. Ja. Ansonsten wären die niemals drauf über 90% gekommen. Das ist ja das Problem. Wenn du als Wissenschaftler eine Arbeit veröffentlichst. Moment, das habe ich ja gesagt. Sie entsprechen nicht dem Ergebnis, nicht dem Wunschergebnis. Die entsprechen Stimmen überhaupt nicht. Also der Trick war folgendermaßen. Als Wissenschaftler darfst du eigentlich oder solltest du keine Meinung äußern. Du solltest neutral bleiben in dem, was du da machst. Du bist ja kein Politiker, du gehst ja nur von den Daten aus. Das heißt, du gehst neutral an deine Forschungsarbeit ran und findest dann dazu irgendwas raus. Das sind die 66% der Arbeiten. Und etwa 30% der Arbeiten oder 33% haben sich nicht dran gehalten. Die haben also schon eine Wertung mit reingebracht. Und diese Wertung kam den Leuten von dieser Studie von John Cook zu Passe. Also wie werde ich jetzt die anderen los, indem ich einfach behaupte, das ist halt so wie bei einer Demokratie, das sind ungültige Stimmen, die haben sich ja gar nicht geäußert, deswegen schmeißen wir aus der Rechnung raus. Das ist der Trick. Und dann hat man das auch nochmal anders dargestellt, hinterher in der Kommunikation. Okay, ja, also diese 97%, du nennst das Wissenschaftsbetrug. Naja, also in die Arbeit in Verbindung mit dem Kommunikationshandbuch, was es dazu gibt, Handbuch zum Klimawandel, das ist Wissenschaftsbetrug, ganz eindeutig. Und das, weil es wird an die Presse was ganz anderes kommuniziert, als sie eigentlich rausgefunden haben. Und wir können auch aus den Chats sehen, die da vorher gelaufen sind, das sind auch seltsame Kategorien, also so 7 Kategorien, die sie da gemacht haben, die sind auch schon so schwammig gewählt, dass sie damit quasi alles anfangen konnten. Also es ist von Anfang an so gewählt, dass diese Studie halt in die Richtung manipuliert werden kann, dass es 97% sind. Das ganze Ding ist basiert ja auch oft auf diesem Irrglauben, dass wenn die Mehrheit an irgendetwas glaubt, dann muss das richtig sein. Das hat ja in der Wissenschaft überhaupt keinen Wert. Also wenn ich
nur an Alfred Wegener erinnere. Das war der Typ, der behauptet hat, dass die Kontinente auf Kontinentalplatten liegen und die durch Plattentektonik und so weiter, dass die gegeneinander verschoben sind oder sich gegeneinander verschieben über die Jahrhunderte. Das ist ja am Anfang total verlacht worden. Und der wurde beschimpft als vom Plattentektonik-Fieber befallen und all so ein Scheiß. Also das war quasi ein früher Verschwörungstheoretiker, könnte man sagen, ja? Genau, und erst als er gestorben ist, ist das irgendwann mal bei den Geologen angekommen, dass das vielleicht doch eine ganz sinnvolle Theorie und vielleicht sogar ein ganz sinnvoller Fakt ist, das anzunehmen, dass die Kontinentalplatten sich verschieben. Markus, die letzte Frage an dich. Was steht zur Cook-Studie in der Wikipedia? Tja, dass die natürlich komplett richtig ist. Und die Frage ist, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, weil, wer das geschrieben hat. Es gibt nämlich jemanden, der in der Wikipedia sehr aktiv ist. Warte mal. Mal schauen, ob es ein Politiker der Grünen wird. Mal schauen. Der da editiert hat. Ja, du weißt schon Bescheid wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt. Jens hat so einen Instinkt entwickelt. In all den Jahren. Hattest du eigentlich John Cook, warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Nee, das war jetzt das Falsche, aber ich habe ja schon. Wir hoffen darauf, dass er da anspricht. Ja, genau, okay, dann hast du vollkommen recht. Also John Cook, die Arbeit von dem Herrn John Cook, der Artikel in der Wikipedia zu dem Herrn John Cook, der ist australischer Kognitionswissenschaftler, wird in der überwiegenden Mehrheit, also mit 38,8%, bearbeitet von einem Benutzer, der heißt Andol. Und Andol ist bereits enttarnt worden als ein gewisser Andreas Lieb aus Unterfranken. Und der ist zufälligerweise Parteimitglied der Grünen. Ja, so ein Zufall. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und er hat nach bestem Wissen und Gewissen editiert. Richtig. Markus. Genau, und dann gibt es aber noch was. Also es gibt ja noch den Stand der Wissenschaft. Der Stand der Wissenschaft ist die wissenschaftstheoretische und philosophische... Entschuldigung. Der Stand der Wissenschaft ist die wissenschaftstheoretische und philosophische Zusammenfassung der jeweils gegenwärtigen Erkenntnis einer Wissenschaft oder aller Wissenschaften. Und da hat als Haupteditor... zwar nicht an Goal gearbeitet, aber da immer noch zu 5,1%. Und wenn dir jemand sagt, du bist Wissenschaftsleugner oder Klimaleugner, rate mal, wer diese Artikel in der Wikipedia zu fast 100% bearbeitet hat. Andol. Ja, genau. Das heißt, es gibt hier einen Autor in der Wikipedia, der der Grünen Partei zugeordnet werden kann, der bei ganz wichtigen Themen, die zum Thema Klima in der Wikipedia stehen, so häufig, also so signifikant häufig die Oberhand hat, dass er quasi selber bestimmen kann, was da drin steht. Er definiert, was Wissenschaftsleugner sind. Tja, Mensch, ey, das sind ja demokratische Strukturen. Als wissenschaftsgläubiger Mensch habe ich mir eben meine grüne Maske aufgesetzt, nicht, ne? Damit ich mich genau bei dir nicht infiziere. Natürlich nicht. Sag mal noch eine Frage, hast du mal mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg zu tun gehabt? Ja, also ich nicht, aber das wäre mal schön gewesen, wenn ich es gehabt hätte. Ach so, musste ich jetzt aber nicht zu äußern, es gab irgendwie so eine Kommunikationspanne innerhalb bei Apolut ein bisschen, ja. Also das, vielleicht ist es mir gesagt worden, aber nun nicht so, dass ich mitbekommen hätte, dass es meine Artikel betrifft irgendwie. Ah. Und es betraf aber meine Artikel. Also es wurden 5 Artikel von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg gerügt bei Apolut. Und ja, ich habe dazu einen Artikel geschrieben. Und zwar auch auf Apolut. Und der Artikel heißt Die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg 1984 und Apolut. Ah, okay. Lesepflicht, liebe Zuschauer. Kann ich nur empfehlen, das ist als Tagesdosis, glaube ich, nee, oder als wie heißt der andere Podcast nochmal, als Standpunkt-Podcast rausgegangen. Und es ist einfach grotesk. Also ich habe mich ja da, also es sind 2 Artikel zum Thema Covid-19 von mir beanstandet worden und da äußere ich mich eigentlich auch explizit als Biologe. Ja, also das ist schon so, dass ich da nicht irgendwie in den blauen Dunst was erzähle. Und dann habe ich also geschrieben, dass diese Covid-19-Impfung eine Genmanipulation darstellt. Das habe ich auch schon in vorherigen Artikeln, also es gibt einen vorherigen Artikel, wo ich das mal lange ausführlich dargestellt habe, warum das so ist.
Und dann sagt dann die Dame von der Landesmedienanstalt, das ist die Frau Dr. Eva Flecken, die ihres Zeichens Kommunikationswissenschaftlerin ist. Nee, was ist sie? Ich glaube doch Kommunikationswissenschaftlerin, ne? Oder Medienwissenschaftler, was in der Richtung, genau. Auf jeden Fall sagte sie dann, oder schrieb sie an das Schreiben, an Apolut, schrieb sie dann, ja, dass das nach einer vorläufigen Prüfung wohl nicht korrekt sei. Und empfiehlt mir allen Ernstes, ich solle doch mal bei solchen Faktencheckern wie Korrektiv nachgucken. Lest euch den Artikel durch. Ich hab Zitate drin, wenn ich jetzt irgendwelche Ämter falsch beschrieben habe, nur unter Vorbehalt, dann bitte im Artikel, da ist es richtig beschrieben. So, und es ist einfach nur grotesk. Und da kann ich erstmal, also ich könnte jetzt anfangen und als Biologe hier einen ganz langen Absatz dazu sagen und auch sagen, Moment, ich habe als Hauptprüfungsfach Genetik gehabt, ich werde wohl als Genetiker wissen, was eine Genmanipulation ist. Das lasse ich mir von irgendeiner Kommunikationswissenschaftler nicht erzählen. Und das Interessante ist ja, sie schreibt ja wohl, ne? Also ist nach einer vorläufigen Prüfung wohl nicht korrekt, die sich selber nicht sicher. Aber dafür, dass sie sich nicht selber nicht sicher ist, verlangt sie 4.000 Euro Verwaltungsgebühr. Orwellscher Neusprech für Strafe. Ne? Das heißt, wenn du jetzt Gedankenverbrechen begehst, so wie wir, dann bekommst du eine Verwaltungsgebühr aufgedrückt von 4.000 Euro. Im Wiederholungsfall wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja? So, und dann, das Interessante ist jetzt halt, ich brauche gar nicht als Biologe hier was zu sagen. Ich kann einfach nur sagen, Leute, geht doch einfach mal ins Gentechnikgesetz, das nennt sich GenTG, und guckt euch mal die Paragraphen 3 und 3a an. Da ist nämlich ganz genau definiert, was eine Genmanipulation ist. Und oh Wunder, das, was da steht, entspricht genau dem, was wir sowohl bei der Vektorimpfung haben, also dieser DNA-Impfung von AstraZeneca, oder bei der mRNA-Impfung von BioNTech, Pfizer oder von Moderna. Das ist exakt genau das Gleiche. Gruselig, gruselig. Markus, und ganz wichtig ist, weil da machen wir gerne eine weitere Sendung zu diesem Thema. Das ist sehr, sehr interessant, aber wir müssen leider Schluss machen. Okay. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Es war sehr erhellend. Vor allem auch ein wunderbarer Gesprächspartner. Dir muss man nur etwas hinwerfen, einen Brocken. Und ja, so bitte die Tasse nochmal. Ja. Ja. Genau, und dann genau die Kusikihausen dann hier, ne? Da, guck mal da. Genau. Da findet ihr uns. Super. Gute Besserung, ne? Hoffentlich hast du kein Corona. Ich habe gerade sicherheitshalber schon meine Maske aufgesetzt. Ich muss zugeben, ich hab hier gerade mal ein bisschen Staub geputzt und dann habe ich die Teppiche ausgeklopft und ich habe dann so viel von diesem Zeug da ganz schlimm. Das ist immer noch Huste. Das ist Corona. Bestimmt auch bald das ist Corona. Was von klarer Fall von Corona. Ja. Und geimpft wird er trotzdem. Ja, ganz klar. Er wird geimpft. Ja. Geimpft. Kommst du einfach bei uns vorbei, wir impfen dich. Öffentlich. Nee, danke. Okay, vielen Dank, Markus. Was Wunderbares entwickelt hier bei uns. Also, ich bin Biologe und weiß, was da drin ist und deswegen impfe ich mich nicht. Da hört ihr es. Auch noch eine krasse Aussage am Schluss. Da können wir uns gern nochmal drüber unterhalten. Schwurbler. Sehr interessante Themen. Markus, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, bitte. Dankeschön. Ich danke auch. Weißt du was? Tschüss. Oh, zack. Weißt du was? Ey, genau, wir machen einfach den Laptop. Markus Fiedler. Ey, großartiger Mann. Wirklich, wenn der einmal in Schwung kommt. Der hat sich ja den Mund fusselig geredet. Ist ja, der Wahnsinn. Ja, ja. Ist ja der da Wahnsinn. Kommt man auch kaum dazwischen. Ne? Ja. So eine Zwischenfrage oder so ist ganz schwierig. Ja. Aber ist okay, weil... Er hat alles beantwortet. Der Gehalt, der darüber kommt, ist wunderbar. Ja, in der Tat. Gut. So, kommen wir jetzt nochmal ganz schnell Question and Answers, liebe Leute.